Hallo, hier ist Brigitte von Stempelfantasie. Hallo. Und heute möchte ich euch diese kleine selbstschließende Bonbonbox zeigen. Ich habe sie verschiedentlich im Internet schon in groß gesehen, finde sie aber in klein sehr nett und habe mir da die Maße so zurechtgelegt, wie es am besten passt. Und darin, also sie ist selbstschließend, das heißt, man kann es hier an der Seite ohne Probleme öffnen. Ich habe ein Ferrero-Küsschen drin versteckt. Und es lässt sich einfach wieder zusammendrücken und sie hält wunderbar so. Da ich ja nicht der große Fan von Herbstfarben, in der Natur schon, aber so insgesamt so Prachtfarben ist nicht ganz so meins. Und ich halte es lieber so ein bisschen pastelliger bzw. dezenter und habe dafür das Designerpapier Winterblüten hergenommen. Und zwar ist das das, was so ein bisschen schimmert. Aus dem Herbst-Winter-Katalog 2018. Gefällt mir richtig gut und man kann es toll mit Vanille, ich habe es jetzt in dem Fall hier mit Seidenglanz kombiniert und finde ich eine ganz edle Farbkombination, insbesondere mit dem schimmernden Papier. So, jetzt legen wir aber los. Wir brauchen den Papierfalter und wir brauchen ein Stück von dem Designerpapier. Aus einer Seite bekommt ihr übrigens 8 Stück raus. Also das passt ganz gut. Das ist 11 cm mal 8 cm. So, die legt ihr ein, die lange Seite, und falzt die bei 2,5. Ich mache das immer auf der Seite statisch, drehe es dann rum, mache dann weiter bei 5 cm, 7,5 cm und 10 cm. Und die kurze Seite lege ich an bei 1,2 cm und bei 2,2 cm. Das mache ich jetzt auf der Seite auch nochmal. 1,2 cm und 2 cm. So, das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt müssen wir noch weiterarbeiten mit dem Faltstift und dem Lineal. Und damit man die Linien besser sehen kann, falte ich das jetzt schon mal nach an den entsprechenden Stellen. Hier knicke ich es so rein und knicke das dann nur nach außen. Das wieder rein und wieder nach außen. So, damit das hinterher passt. So, und das ist die Klebelasche, die kommt nach rechts. Und jetzt haben wir Spalten von 2,5 cm und dann markieren wir die Mitte, also bei 1,5 cm. Markiere ich mir hier einen Punkt, hier einen Punkt und halte es lineal so dran, dass es eine gerade Linie gibt, aber ich brauche nur bis zur ersten Falz jeweils. Also ich mache mir hier einen Strich und da. Und dann gehe ich von diesem Mittelpunkt bis zur nächsten Spalte und das gleiche hier so. Das heißt, da entsteht so ein Dreieck. Das ist wie bei den Geschenktüten, bei dem Board für Geschenktüten. Da macht man ja auch so ein Dreieck, damit es hinterher so einknicken kann. So, das Ganze sieht so aus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das gleiche machen wir jetzt in dieser Spalte auch nochmal anlegen, bei 1,25 markieren, das gleiche hier unten auch nochmal und bis zur ersten Falz jeweils runterziehen und dann die beiden Seiten noch verbinden. So, jetzt knicke ich die auch noch mal nach, dann geht es nämlich hinterher besser mit dem Zusammenfalten von der Box. Tut man sich leichter, wenn gerade diese Ecklinien auch schon mal gefaltet, nachgefalzt wurden. So. Jetzt hier mal noch und dann können wir es auch schon an der einen Seite zusammenkleben. Da kommt nämlich auf die Klebelasche hier. Wo ist sie? Die ist da. Kommt nämlich doppelseitiges Klebeband. Ich packe das immer möglichst nah an die Kante. So.
ziehe das ab. Und damit es schön mittig ist, oder beziehungsweise schön bündig ist, packe ich das jetzt hier so drauf. So, jetzt kann ich schon eine Seite zumachen. Und zwar seht ihr, wenn das hier so schon raussticht, so genau drücken wir das zusammen. So, können wir hier nochmal nachdrücken. Dann ist die eine Seite schon zu. Gucken wir mal, das hier ist die Schließkante, das heißt, die kommt nach unten. Jetzt können wir noch das Ferrero-Küsschen reinpacken und drücken das hier jetzt genauso nochmal nach unten. Zack, und schon ist diese Box geschlossen und man braucht sie nur noch zu verzieren. Also es geht tatsächlich sehr, sehr schnell. Jetzt nehme ich ein Blatt, ich habe das schon mal ausgestanzt und es aus dem Jahreszeiten, wie heißt es denn, was ich verwendet habe, das füge ich unter dem Video nochmal alles zusammen, die ganzen Materialien. So, jetzt nehme ich ein Glue-Dot, packe das hier drauf und biegt das mir so ein bisschen nach oben. Das sieht einfach lebendiger aus. Dann habe ich das hier schon gestempelt und ausgestanzt. Zu jeder Jahreszeit, glaube ich, heißt das Set. Genau, packe das noch hier hin. Jetzt nehme ich noch einen Glue-Dot. Pack den hier drauf. Und zwar für den Leinenfaden starte ich hier, lege das hier so rum, packe es dann nochmal hier hin. So, ich schneide mir immer hier ein Stückchen von raus, vom Rand auch. So. Kommt dann hier hin. Und die Grüße packe ich mir jetzt auch noch ein kleines Randstück raus. Da brauche ich nämlich nur ein ganz schmales hier drunter. Das packe ich mir da drunter. Und schon ist die Box fertig. Es geht sehr schnell, ist ein super süßes kleines Gastgeschenk. Ich finde es total schön und bin sehr begeistert davon. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Gerne könnt ihr auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, dann bis bald wieder. Liebe Grüße, tschüss!